Willkommen zurück zu Pokémon Mansion. Nee, wir sind ja bei Pokémon Mond in der schönen, tollen Prüfung, in der wir hier irgendwelche Pokémon fotografieren müssen. Und der Einkaufswagen bewegt sich wie von Geisterhand. Das ist ja unerhört. Mal schauen, ob es da irgendwas Schönes gibt. Ein Alpollo. Kämpfen wir jetzt gegen alle Entwicklungsstufen oder was? Von diesem hässlichen Teil. Ja, wer auch immer diesen Einkaufsladen da so rumstehen hat lassen, der ist wirklich ein rücksichtsloser Mensch. Meine, was hat er gegen das Ambiente von diesem Laden? Das ist doch unerhört. Schade, dass wir auf jeden Fall dieses Pokémon nicht fangen können. Das ist einfach nur verschwendeter. Oder das ist einfach nur schade. Weil später kommt etwas, was nicht sehr schade ist. Und da fangen müssen wir viele Pokémon fangen. Auch viele doppelt. Das ist hässlich. Okay, was haben wir hier? Wir sehen auf jeden Fall hier nur die zwei Puppen und Miltank, interessant. Was auch immer da stehen soll, ich kann es nicht lesen. Da ist es ja, da ist der Gengar. Ein Gengar! Das hätte man eigentlich auch gut als Herrscher-Pokémon machen können, aber das ist ja kein neues Pokémon daher. Weil man hat sich natürlich was ganz Spezielles ausgedacht, und zwar das Pokémon, das Pikachu ähnlich sieht. Oder soll zumindest Pikachu ähnlich sehen. Und wir überleben es mit 2 KP. Andererseits als Gengar, das auch das überlebt, hat auch das hier überlebt, genau. Das wollte ich sagen, that's what I like to say. Okay. Level 38. Yay. Tiefschlag. Yay. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mir vielleicht mal eine Sache erklären? Was soll diese Anzeige da? Ich verstehe es nicht. Die ist immer noch auf 0. Was muss man tun, um diese Anzeige zu steigern? Jeder, der das in die Kommentare schreibt, kriegt den Keks. Und irgendwie ist hier gerade das Bild jetzt verwackelt, nehme ich mal an. So, jetzt sieht es wieder gut aus. Ich hoffe es doch. Auch bis da verstellt man einmal was und dann sieht es schlecht aus. So, jetzt müsst ihr damit leben, dass das Bild so schief ist. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schief. So, Tiefschlag. Bekannte Attacken behalten. Achso, da muss ich lang gehen. Obwohl du nichts getan hast, ist die Tür wohl nicht mehr abgesperrt. Interessant.
Eine unheimliche Aura. Der Pokémon-Sucher hat sich von alleine aktiviert. Ah, Pikachu? Pikachu? Überall nur Pikachu. Ach du großer Gott! Es ist Mimikyu! Ja, viele sagen ja, das ist das interessanteste Pokémon von allen. Mimi! Ich find's einfach nur creepy. Und vor allem die Hintergrundgeschichte. Er wurde ja auf der offiziellen Pokémon-Webseite so beschrieben, seit 20 Jahren ist dieses Pokémon neidisch auf Pikachu, weil es so beliebt ist. Jetzt hat er selber die Gestalt eines Pikachus angenommen, um irgendwas zu kompensieren. Wie zum Beispiel das Fehlen eines... Okay, ich sag's jetzt lieber nicht. What? What? Okay. Ja, welche Mitstreiter denn? Es hat keine Vorentwicklung. Oh Gott. Wir müssen Angst haben. Warum springt Relaxo? Das ist doch absolut unnötig. Oh Gott, ich glaube, wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Wir müssen uns geschlagen geben. Es geht nicht anders. Das ist so ein Mist, aber auch... Oh, ich hätte es viel besser planen können. Oder müssen. Ja, so ein Scheiß. So schnell kann es gehen. Also ich habe das Teil jetzt gerade komplett unterschätzt. Also das, diesmal habe ich es wirklich verdient. Dass man mich schlägt, also... Ohne Scheiß, aber das Teil besiegen wir jetzt noch, also das kann nicht sein, also. Nicht gegen Mimikyu. Es war gerade so ein Schlag in die Fresse. Aber ein gewaltiger Schlag in die Fresse, wenn ihr mich fragt. Ach Mist, da geht's nicht lang. Also ich muss jetzt die komplette Prüfung wiederholen. Hat sie die Sprache verschlagen? Aber ich darf trotzdem noch direkt zu dem Teil. Und das heißt Mimikma. Also Mimikyu ist nur der japanische Name. Aber ich finde Mimikyu klingt einfach viel besser. Vom Typ Geist oder Typ Fee? Ja, haben wir ja. Das ist ja nicht das Problem. Ich frage mich, wo man das Teil fangen kann. Und nein, es ist nicht Pikachu, es will nur Pikachu darstellen. Ja, ich muss da mal schön entlang treffen, weil da irgendwie ein Fleck hingekommen ist. Also so geht es nicht, mein Freund. Ja, warum ist das Teil denn schneller? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, wir müssen die Z-Attacke einsetzen. Wenn wir die Z-Attacke einsetzen, sind wir eh schneller. Dann hat sich's eigentlich auch schon. Das hätten wir eigentlich schon damals tun sollen. So. Z-Kraft. So, Tiefschlag, das macht nicht. Oh, oh nein!
Oh, wir haben es überlebt. So, das müsste eigentlich reichen. Das müsste eigentlich reichen. Bei so viel Levelunterschied. Ansonsten kriege ich Albträume von dem Teil. Ganz ehrlich. Ach nee, stimmt. Oh nein. Jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Sein Kostüm hat die Scheiße absorbiert, das gibt's nicht! Wieso denke ich an so eine Scheiße nicht? Wieso denke ich an so eine Scheiße nicht? Ich versteh's nicht, ich versteh mich grad selbst nicht! Ach, leg mich doch am Arsch hier, Mimikyu, ich hasse dich! Es ist mir scheißegal, dass du im Deutschen einen anderen Namen hast. Och, ich hätte es mir eigentlich denken können! Das Ding ist einfach nur, das ist, was ist das denn für ein Arsch? Das ist ein Arsch! Ohne Scheiß! Ja, was sollen wir denn tun? Das beide Pokémon sind schneller als wir. Ich glaube, ich drehe doch noch komplett durch. Ich krieg die Krätze. Ich hätte Relaxo Spukball beibringen sollen. Fehlgeschlagen, Dunkelklaue, okay. Wir müssten eigentlich schneller sein. Wir sind auf Level 38. Auf Level 38 sind wir. Aber nein. So ein scheiß Mimikyu ist schneller als wir. Ja, was soll ich denn machen, Leute? Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Shit. Wo ist jetzt der Touchpin hin? Durch das ganze Herumwirbeln hier. Oh, fuck. Das Ding bringt mich noch zum Explodieren. Ja, wo sind denn hier die Scheißbeleber? Haben wir keinen Top-Beleber. Den müssen wir doch schon längst irgendwie in den Arsch geschoben bekommen haben. Von irgendjemandem. Zumindest so nebenbei. Toll, was war denn das jetzt gerade eben? Das war ja gerade gar nichts. Das war noch weniger als gar nichts. Na, ja, zum Glück setzt danach kein bedeutsamer Trainer das Teil noch ein. Ich weiß nicht, was sollen wir jetzt machen? Es wirkt nichts. Es ist alles wirkungslos. Wir müssen aber dafür sorgen, dass Relaxo irgendwie besiegt wird. Ich weiß es nicht. Ja, genau so in etwa. Das gibt's einfach nicht. Das ist so ein Bastard. Das Ganze könnte schon längst vorbei sein, hätte es nicht diese Scheißfähigkeit mit seinem beschissenen Scheißkostüm. So, wir haben nur eine Chance, das Teil wegzuficken. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, es hat nicht gereicht, also müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Müssen wir uns eventuell nochmal besiegen lassen, ich weiß nicht. Guck mal, unsere Hypertränke, die sind jetzt schon alle wieder weg. Die sind alle weg. Ha nein! Haben wir es überlebt, toll. Was bringt's uns? Es bringt uns gar nichts. Wir sind sowas von am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Wisst ihr das eigentlich? Ach, ich kenne jetzt nur noch eine Strategie, mit der wir hier durchkommen. Ich kenne jetzt nur noch eine verdammte Strategie, mit der wir hier durchkommen. Wie kann das denn sein?
Es kann ja nicht am Training liegen, es liegt einfach nur an dem scheiß Typ. Ja, Beleber. Dieses Pokémon verfolgt mich in meinen Albträumen. Also, ey Leute, ich muss den Part wenden. Es hat keinen Wert, es hat keinen Wert. Es wird mich da hinten auch ein bisschen rumfuchteln. Also, da kann ich es nicht schaffen.